Moin moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Ladebildschirm von The Infected. Wir haben jetzt das Rathaus soweit vorbereitet. Ich habe zwischen den Folgen tatsächlich auch die Holzvorräte ein bisschen aufgefrischt. Ich glaube, ich war auch schlafen, ne? Joa, es wird, glaube ich, wieder hell. Und unsere Holzvorräte sind natürlich nur relativ begrenzt, weil wir nicht so viele Lagerkapazitäten haben, aber sie sind vorhanden. Ich habe auch schon die Holzscheite hier reingepackt. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur noch um Bretter, Nägel und Lehm kümmern. Und die nächste Welle steht wahrscheinlich heute auch noch an. Das kann mal richtig spannend werden. Naja, komm, gib mir einfach mal alles hier. Also ich glaube, mit den Brettern, das wird ein bisschen dauern. Aber es geht, es geht, es geht. 40 hatte ich jetzt dabei, ist ja cool. Also den Ständer hier mache ich einfach mal komplett leer. Ah, ich mache sie einfach alle leer. Passt schon. Bretter sind ja kein so großes Problem in der Beschaffung. Das ist ja relativ entspannt. 6 Stück, ja, aber die laufen da ja durch. Also alles easy. Ich habe jetzt hier sogar schon noch einen Wagen vorbereitet. Entsprechend. So, kommen wir da relativ gut ran. Ich muss gleich mal gucken, dass wir genug Lehm haben. Wenn nicht, muss ich nochmal Lehm abbauen. Oh, ich kann nicht zählen. Doch, ich konnte zählen. Ich wusste, wie viel ich mit habe, aber ich habe nicht gesehen. Ich habe vergessen, wie viel hier schon waren. So, genau. Lehm bräuchten wir auch 40. Das heißt, wir können 1, 2, 3, 4. Ja, einfach reinpacken. Entspannt. Was war das dritte, was wir brauchen? Ah, schon wieder vergessen. Auf diesem Weg dazwischen. Irgendwas fehlt doch noch. Nägel. 40 Nägel. Warte mal. Und ich brauche 60 Lehm. Ich kann schon wieder nicht lesen. Mal ganz kurz gucken. Also 55 hätten wir schon mal. Der Rest sieht nicht so gut aus. Nägel haben wir auch genug. Geil. Lässt da? Super. Ich freue mich gerade nass, dass wir alles da haben. Diese ganzen Loot-Touren, das habe ich schon öfter mal erwähnt. Sie sind einfach mehr als nur geil, dass wir dann eigentlich immer die nötigsten Sachen da haben. So, 55 hatten wir jetzt, glaube ich, ne? Genau, 5 Lehm, komm. Wir haben doch hier Lehm quasi in Massen herumliegen gehabt. Ich habe mein Inventar wahrscheinlich wieder voll mit Pflanzenfasern und Rindenmulch? Aber das passt schon. So. Wir haben jetzt definitiv genug, aber ich schaue trotzdem mal, dass ich noch mehr Lehm mitnehme. Ausdauer ist ganz schön gelitten. Ah, ich müsste mich um Nahrung kümmern. Also grundsätzlich ist mein Hauptproblem, was Nahrung angeht, ja auch eher, dass ich Protein nicht rankriege. Da müsste man mal gucken. Ich hatte jetzt schon gesehen, dass es wohl einen Stall für Hühner gibt und dass man da wohl auch Eier bekommt. Das wäre ja natürlich eine regenerative Proteinquelle. Wäre ja gar nicht mal so spät. Das wäre eigentlich so relativ gut. So. So. Hier, machen wir fertig. Fertig! Okay. Und hier kann ich den NPC-Lagerbehälter reinpacken, ne? Ist schon wieder ein paar Stunden her, als ich gespielt habe. Jetzt muss ich gucken. Lagerbehälter. Aha. Einfach mal so, passt schon. Brauche ich auch nur Bretter für. 8 mal 4, 32 Bretter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. So. Achso.
Schatten. Das habe ich ja gut gemacht. Ich schleiche mich trotzdem mal kurz dahin, bringe das jetzt weg. Das ist, ich werde jetzt nicht zwischenlagern. So. Lehm packe ich oben links mal wieder mit rein. Dann habe ich ein bisschen System. Zwei. Au! Wir sind am Speicherlimit unserer Pflanzenfasern und Rindenmulch. Ich könnte das nochmal auf zwei Kisten aufteilen. Eine Kiste für Rindenmulch und eine Kiste für Pflanzenfasern. Aber ich glaube, alles darüber hinaus können wir auch genauso gut wegschmeißen. Beziehungsweise Rindenmulch kann man ja ganz entspannt verbrennen. Ha. So. Ah, habe ich mir doch gedacht. Nice. Okay, ich freue mich gerade. Die ist ja am Arbeiten. Jetzt können wir uns um unsere eigene Nahrung kümmern. Wir haben nichts, oder? Pilze. Witzig. Wir haben nichts zu essen. Ist das denn zu fassen? Wir haben nichts zu essen? Okay. Dann müsste ich vielleicht mal noch mal auf die Jagd gehen. Nehmen wir mal ihn hier mit. Weil dann können wir wahrscheinlich ein Tier transportieren. Muss mal eins finden. Der Frosch ist eine Option. Ach, egal. Da ist er. Flop. Froschfleisch. Okay, hätten wir schon mal wieder eins. Vorne als Kürbis. Oh ja, super. Und Melone, ne? Ja, gut. Okay, geht gar nicht so schlecht. Ernten. Ernten. Essen, essen, essen. So. Mit der Ausdauer auch wieder auf 100. Wird dann das Fleisch gleich nochmal braten. Das Froschfleisch. Und dann fände ich es gar nicht mal so schlecht, wenn wir vielleicht mal eigene Felder anlegen. Wir haben das Gewächshaus ja mittlerweile endlich in Betrieb. Und Elektrizität. Können wir auch mal was mit anfangen. Also wir haben ja jetzt mittlerweile eigentlich die Rohstoffe da, um irgendetwas Produktives zu tun, glaube ich. So. Zwei Stücken Fleisch. Ein weiteres. Okay. Blätter sind wieder voll. Was machst du eigentlich? Was habe ich dir jetzt Priorität gegeben? Steinkisten? Warte mal. Holzscheite, Steinkisten, repariere. Jetzt die Steinkiste. Ich müsste mir ein paar Treppen bauen für ihn, glaube ich.
Okay, ich habe keine Ahnung, was. Ich lasse ihn jetzt einfach mal laufen. So. Fleisch. Sauber, sauber. Trinken. Ich kann auch gleich das Rindenmulch hier rein. Ich liebe diese Regale. Das ist so gut. Ha! Geiler Typ. Cool. Jetzt fällt unser Holz nach. Kann ich da die Holzsteine zufällig stapeln? Jetzt werde ich wieder ein bisschen frech, aber ich guck mal. Nee. Dann brauche ich mich eigentlich um nichts mehr kümmern, ne? So machen? Ich glaube, das sieht ein bisschen doof aus. Warte mal. Wollen es ja nicht übertreiben. Voll. Ist der schon voll? Was ist denn mit ihm? Das ist ja geil. Er ist definitiv produktiver als Calvin. So, achso, mein Fleisch. Mir gerade Fleisch gebracht? Ich habe das doch nicht aufgenommen, oder doch? Okay, ich bin langsam verwirrt. Ich guck mal, was Beete kostet. Machen wir da oben. Machen wir mal damit weiter. Dann können wir zumindest unsere Nahrungsproduktion mal sichern. Hier drin waren wir ja noch nie richtig zum Chillen. 23 Grad, was? Also draußen sind 36, hier drin sind 23. Okay. Ist wohl ein klimatisiertes, Gartenhäuschen. So, bauen. Ich weiß gar nicht mal, wie das wirklich geht, aber es wird schon irgendwie passen. Beet. Bretter und Nägel. Achso, weil ich im Weg war. So. Vier Stück hier. Beziehungsweise, die würde ich dann nochmal anders machen. Warte mal, die mache ich nochmal weg. So. Erstellen, bauen, platzierbar, essen. Hier doch mal eine lange Seite voll. Ich doch die lange Seite mal.
Ja, die werde ich bestimmt später nochmal umsortieren können. Dann machen wir hier nochmal. Wahrscheinlich komplett übertrieben, was ich hier tue. Kann mir jetzt im ersten Moment egal sein. Wir haben ja jetzt auch, was das Material angeht, das sind ja nur Nägel und Bretter. Da kümmert sich unser Kelvin ja hier zwischen, nur also unser Mike. Unser Mike Kelvin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, Bretter rein. Was Nägel angeht, müsste man nochmal gucken. Dann brauche ich nochmal ein bisschen Eisen für. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich hab mich, glaube ich, verzählt. Ich glaube, das wird ein achtes gewesen sein. Es wird durch vier teilbar sein. Das ist das, wovon ich überzeugt bin. Wir gucken mal. Oh, ich hab mich doch nicht verzählt. What? Okay, 1, 9, 17, 25, 33, 41 Bretter brauche ich noch. Okay. Da fehlt noch so einiges. Nägel habe ich ja nicht ansatzweise so viele. Drei Stück. Ja, ich habe auch nicht so viele Eisenbarren, ne? Stahl. Ich habe einen Eisenbarren. Die Steinkisten müssten aufgefüllt werden. Da wäre er mir natürlich eine relativ große Hilfe, aber ich glaube, dafür bräuchte ich auch erstmal anständig Essen. So, und ich glaube auch, dass das langsam der Moment wird, wo ich über so ein Wasserhaus nachdenken müsste. Da das Eis jetzt von Hand zu gießen, wäre natürlich richtige Katastrophe, falls ich es gießen muss, aber ich gehe mal davon aus, dass ich es gießen muss. So, haben wir das Lichtlevel, ist unter Kontrolle, da passiert nichts mehr. Wir müssten nochmal nach Essen schauen, damit wir ihn, also unseren Mike, ein bisschen glücklich kriegen. Hallo, was ist hier los? Müsste hier auch mal eine Treppe hinsetzen. Mal ganz ehrlich. Vier Bretter. 1, 2, 3, 4. Drei Scheite. 1, 2, 3. So. Haben wir. Haben wir einen offiziellen Eingang? Passt schon. Essen beschaffen. Müsste jetzt mal kurz gucken, ob irgendwo Gemüse wächst. Beziehungsweise. Wir haben hier unsere Siedlung. Ich kann mal kurz in ihre Kühlschränke gucken. Gurke. Speck. Hey! Gut. Schrauben. Ihr seid immer so eine Kartoffel. Sind immer so gut zu mir. Hier, stirb. Mann, Barren. Nice. Speck. Ja, gut.
Gucken wir mal nicht, was die Küche hat. Langsam. Noch eine Gurke. Nice. Noch mehr Speck. Glaube ich, esse mal was davon. Oh, da ist mein Proteinhaushalt nämlich wieder fast voll. Okay. Nice. Na gut, warum in der Umgebung nach Gemüse suchen, wenn man bei den Nachbarn einfach mal kurz den Kühlschrank plündern kann? Oh, zu gut. Hunger null. Hier, ich hab was. Gürkchen. Speck. Lass es dir mal richtig gut gehen. Und dann ist er bestimmt noch wieder produktiver. Inventar voll. Ganz entspannt. So, stapelbare Sachen. Mein Elektrik da, genau. Zu viel Sachen. Einfach zu viele Sachen. Ach, 10 Bretter noch, dann haben wir es fertig. Also, was Bretter angeht. Nägel müssen wir trotzdem noch machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, so. Noch Nägel. Dafür brauchen wir Eisen. Das ist dann der Moment, wo ich wirklich, ich müsste die Schmiede jetzt anwerfen. Dann wird die nächste Welle eigentlich direkt lostreten. Das ist der Moment, wo ich noch ein bisschen Angst vor habe. Hat denn da mein Tier gesehen? Dass ich das Tier erwische. Und dann treten wir eventuell die Welle jetzt noch los. Ah, wir werden es tun. Ich werde die Welle gleich starten, damit wir dann beim nächsten Mal ein bisschen Ruhe haben, weil ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal wieder zum Aufnehmen komme. Aber im ersten Moment nehme ich das da. Pieks, 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 pieks. Oh. Ich kann mit denen ja reinfahren, ne?
Au! Oh. Okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gute Ausbeute. So, hier Ofen. Oh, er hat den einen Schrank schon wieder fast voll gemacht. Cool. 2, 3, 4, 5, 6. Gib mir einfach ein paar mehr. Passt schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feuer an. Okay, Lichtwert steigt wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Trinken. Nett. Bretter wieder voll, die sind voll. Der Typ ist super. So, ich packe mal wieder Essen rein. Du hast noch. Dem geht's gut. So, 9,8 ist der Lichtwert. Wir haben es gleich wieder voll. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 10. Hier 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir hier und hier einfach weiter oben. Nägel. Ich könnte jetzt ein Feld fertig machen. Einen Barren haben wir. Ich will jetzt hier bei den Ärzten mal sortieren. Eisen. Weil Eisenerz ist natürlich so eine Sache. Falls wir nochmal Stahl brauchen, müsste ich ja mit dem Eisenerz arbeiten. Das passt ja fast perfekt. Wir haben auch noch Luft für Stahlbarren. Würde ich mal sagen, machen wir die doch mal. Machen wir nochmal 7 Stahl. Einfach so mit dazu. Auch wenn ich die Rezepte durchgeklickt habe, so wirklich brauchen tun wir es, glaube ich, nicht mehr, aber dann ist es voll. Nicht wert, 9,9. Kann tatsächlich sein, dass wir jetzt das erste Mal von der Welle aus umgebracht werden. Muss man gleich mal gucken. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht immer spontan irgendwelche Spikes aufgesetzt kriege. Wäre nämlich gar nicht mal so doof. Ich muss nur kurz gucken. Haben die. Sind die auf mich fixiert? Dann kann ich die Spikes ja auch nicht drumherum packen. Holzscheit, Stock und Seil. Okay. Hier Seile, 16 Stöcke. Scheit, okay. War eine komische Taktik, aber passt schon. Glaube ich. Eins, zwei, drei. Ja.
Ma, ihr geht in meine Base ran, ihr Drecken. Lasst ihr mal mein Haus in Ruhe? Okay, die sind nicht auf mich fixiert, sondern die haben einfach Spaß und kaputt gemacht. Wo ist der andere? Hä? Es fehlt einer. Gut. Das nennen wir mal eine unangenehme Erfahrung. Okay, das heißt, ich müsste die gesamte Base vielleicht absichern. Irgendein Barren war da gerade bei. Unangenehm. Okay. Oh ja, gut. Das hat aber trotzdem relativ gut geklappt. Jetzt, jetzt kann ich die Spikes auch fertig bauen, ne? Nehme ich nochmal ein paar Seile. Da haben wir noch ein paar. Alubarren gab's, okay. Okay. So. Ja, voll, ne? Du bist ja geil. Das gefällt mir doch ganz gut. Nice. Ja. Da Nägel, die Seite kann er wieder rein. Die kann ich drauf stapeln. Ja. Über unsere Pflanzenfasern muss ich mir noch Gedanken machen. Ich könnte vielleicht auch mal die Quartiere reparieren. Bauen. Wand. Drei Holzscheite und vier Bretter. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Machen wir hier noch eine Tür. Drei und vier wieder. 2, 2, 3, 4. So. Hübsch ist es alles. Ist okay. Ja. War meine Erfahrung, würde ich sagen. Hier noch gebrannten Speck. Jo. Nice. Die Stahllegierung erstmal damit rein.
Cool. Nö, aber dann sind wir eigentlich jetzt mit dem Thema hier schon wieder so weit durch. Mike füllt uns die Dinger immer regelmäßig auf. Das heißt, ich kann ganz entspannt uns das Eisen machen. Er füllt uns unser Holz auch wieder nach. Das ist ja schon so ein bisschen geil. Oh, ich freue mich darauf, wie es weitergeht. Wir sind jetzt mit dem Lichtfett ja erstmal wieder relativ gut dabei. Also wir werden hier ein bisschen fleißig weiterbrennen. Irgendwann sollten wir nochmal in unserer Mine vorbeischauen und ein paar Erze holen. Speziell unser Kupfer ist relativ gering. Und wir haben mittlerweile genug Materialien, dass wir eigentlich auch was von den Stromanlagen fertig machen könnten. Aber das ist dann eine andere Geschichte, würde ich mal sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, super gerne eine Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.